Gut, dann probieren wir das doch einfach mal. Jawohl. Also auf jeden Fall eine Riesenkarte. Insofern Schon geht's mal gut, ja. einigermaßen. Also, Ja, Dennis, das geht, du ja. musst die untere nehmen, Dennis, ne? Ja. Ja, gut, okay. Suche unzerstörbar. Alles klar, dann gucken wir mal, wie das abgeht. Jawohl. Ich weiß aber nicht, wo es lang geht, Olli. Haben die Bombe. Ja, das weiß ich manchmal auch nicht. Übrigens auch nicht. Ja, aber es geht ganz schnell, weil die haben halt Los, letzte Woche Olli. nicht gespielt, aber. Boah, er wird schon beschossen. Er ist im Haus gegenüber. Du kannst relativ easy auf A planten. Oh, ich glaube, er ist. Auf Er B, ne? kommt. Oh, ich glaube, er geht Richtung B. Ja, würde ich jetzt auch. Na, er hat ja noch Zeit. Oh, da war er echt da hinten. Ah. Es jetzt Alter, aber da wissen hast du können. gesessen, seit ich auf dich geschossen Ja, habe, ne? genau. Ich bin da nicht weggegangen. Ich habe noch gehört, dass du irgendwo runtergefallen bist. Ich bin gesprungen. Ja, oder gesprungen. Zerstöre. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt gehe ich hier nicht weg. Weil solange ihr mit FAMAS Hörst du das spielt. eigentlich schon oder ist das irgendwie nur so ein Geräusch hier in diesem Wald? Ist ja Ich immer noch weiß nicht, von was du stockfinster. sprichst, aber. Im Wald rauscht's ein wenig. Das ist natürlich jetzt eine heikle Sache. Oh, der ist direkt bei mir. Ich konnte gar nicht planten. Alter. Nee, dann plante ich hier nicht. Ich glaube, er ist wieder weggegangen. Er kommt rübergelaufen. Hab einen im Nacken sitzen. Er kommt nicht durch den direkten Weg, er geht durch den Seitenweg. Nein, ich hatte dich doch schon. Ich wusste doch nicht, Oh. was du da machst. Boah, das ist aber wirklich echt ein Baum. Oh. Ah, guck mal Guck hier, mal, ich dann sehe habe das ich. daneben nochmal. Ja, ich hab aufgehört. Ich dachte, du wärst tot. Wie geil ihr beide dann einfach mit eurer FAMAS stehen bleibt, ja, um zu schießen. Und Das ist deswegen, halt ein deswegen wird es eine weitere Regeländerung geben, bei der nächsten, das nächste Mal, wenn ich gegen euch beide spiele, dürft ihr nicht wieder mit der FAMAS spielen. Mal gucken, was dann Hamas, die geht. wir haben, oder was? Die Hamas, oder wie die heißt? FAMAS Aber heißt wir haben die. doch gerade alles getan, um zu zeigen, wie dilettantisch wir damit umgehen. Ja. Wenn du noch eine Ja. Chance hast, dann nur mit der, glaube ich. Ah. Ja, aber die ist halt, Wenn überhaupt. genau, du musst halt einmal auf dem Ziel drauf sein. Und, ja, dann macht die halt drei Schüsse auf einmal, ohne zu verziehen. Und damit hast du es eigentlich auch schon fast. Also, wenn ich B sage, meine ich A. Ah, er ist bei mir. Er könnte jetzt Richtung Bombe gehen. Wird aber. Da ist er.
da hat er sie. Da haut er mich um, ja. Jawohl, Dennis. Oh, ja. Mit dem Granatwerfer und Famas Power geht alles. Jetzt sehe ich auch mal, was ihr habt. Plünderer, Feuerkraft, Kommando. Der Granatwerfer, da die Nerven, ey. Ich hab die mich schon gesehen, wollte gerade so anlegen und dann auf einmal fliege ich weg. Ja, Sekunde schneller, Folge hätte es noch erwischt, aber das hat er echt gut gemacht. Ja, Granatwerfer ist halt auch super stark. So, jetzt muss er Dennis legen. Gerade hab ich gegessen. Also muss ich mich jetzt erstmal orientieren. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier bin, ey. Naja, hilfreich ist natürlich. Oh. Hilfreich ist natürlich zu sehen, wo die Bombenplätze sind. Das siehst du ja. Ich glaube, ich brauche ungefähr ein halbes Jahr, um da hinzukommen, wo ich hin will. Aber da bin ich jetzt. Aber weil ich ein halbes Jahr gebraucht habe, gehe ich davon aus, dass ich ihn eh nicht mehr sehen werde. Ich denke, der Dennis wird jetzt erstmal eine ganz ruhige Runde machen. Wenn du jetzt noch einen von uns killst, Dennis, dann müsstest du eine Abschussserie kriegen. Setz mich nicht so unter Druck. Oh, sorry. Du musst es verhindern. Ich wollte es ja nur sagen. Also ich tippe eher bei dir, Volki. Ich tippe eher bei dir. Die Macht verrät mir. Das ist eher bei dir. Voll und nirgends irgendwie. Kennt ihr das Lied Schmidtchen Schleicher? Ah, er ist doch bei mir. Oben auf dem Geländer. Oh, da sieht er mich auch schön an. Ich hab den bin ich noch nie gelaufen, ja. Hat mir ganz viel Zeit gelassen. Jetzt müsste er mal eine Abschussserie haben, oder? Ja, jetzt müsste er eigentlich eine haben. So, rechts, also unten rechts hast du doch. Oh nein, oh. Ich wollte gerade starten, da kommt er angerannt. Wie gemein, guck mal hier. Ja, aber ist doch Unsinn, jetzt zu starten, diese Dings da, oder? Ja, warum? Er wollte gegen mich halt die Runde gewinnen. Das hat er schon richtig gemacht. Ja. Hast du sie noch? Ich hab den Preis doch besser. Zumal ich die Bombe vergessen hatte mitzunehmen, ne? Also. Deswegen war es tatsächlich mein Primärziel, gegen den Olli die Runde ganz wieder so lang gedauert. Also. Und hast du jetzt deine Abschussserie noch oder ist sie jetzt weg? Die ist weg. Nein, habe ich dich genau in dem Moment, wo du sie gezündet hast, habe ich dich quasi gekillt. Ach so. Er kommt über den See Richtung B. Jetzt geht er. Richtung, er ist immer noch Richtung B unterwegs, aber ich denke, er orientiert sich Richtung A jetzt, wo ich ihn gesehen habe. Weil du es gesagt hast, meinst du? Ja, denk schon. Ja, bei B ist nämlich alles safe. Ja, das war ja A gewesen. Oh, sehr gut. Wo ist er? Oh Mann. Ich habe ihn nicht gesehen. Boah, hat er schnell gelegt, du. Ja. Der war ganz an der Platz, ne? Ich fühlte mich irgendwie vom Olli beobachtet. Hast du mich gesehen? Dennis? Dennis? Das ist natürlich das Problem, wenn der Dennis jetzt rausfliegt, ne, dann ist es vorbei. Das stimmt natürlich, aber. Ah, das ist klar, du redest nur grundsätzlich nicht mit mir. Er geht Richtung B. Er ist ganz außen im Wald. Und schleicht sich Richtung B, durch die Bäume. Da würde ich jetzt auch versuchen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich habe jemanden verguckt, glaube ich. Wenn du das Video siehst, dann ist das für dich einfacher zu verstehen. So, er geht nicht zurück, er geht aber auch nicht weiter Richtung B. Also insofern sitzt er da jetzt irgendwo zwischen den Bäumen. Du bist doch irgendwo oben drauf. Ich bin Gott. Tja. Ist natürlich die Frage, sollen wir hingehen? Ah, jetzt guckt er, jetzt ist er Richtung Haus gegangen. Jetzt läuft er zurück zu seiner Base. Jetzt ist er zwischen den Bäumen. Ja, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Weil ich weiß, Bäume weiß ich nicht und Haus. Ja, jetzt geht er auf jeden Fall von der Base aus Richtung A, würde ich sagen.
Ja, aber wo ist denn ich denke aber, er wird erstmal bei sich bei der Base auf ein Dach klettern, um zu gucken, wo ich bin. Das sollte er aber lieber lassen. Denn da habe ich Claymores gelegt. Ah, ich glaube, auf er versucht. Ja, da solltest du nicht hochgehen. Ja, also, da die Zeit knapp ist, wird er sich jetzt Richtung A orientieren. Das ist ihm zu. Das ist ihm zu seltsam, dass ich alles sehe auf B. Er geht jetzt zu B. Und er hat meine Position. Da stand die ganze ja, Zeit. Da oben habe ich alles gesehen. Alter Schwede. Ich habe dich sogar noch gesehen, kurz bevor ich gestorben bin. Ja, das glaube ich. Deswegen konnte ich. Ich habe erst überlegt, bleibe ich da sitzen und tue gar nichts. Ja. Und habe meine Position safe für die nächste Runde. Oder ich erschieße dich. Naja. Wenn du nichts getan hättest, hätte ich dich erschossen, weil ich habe dich ja gesehen. Ja, das glaube ich wohl. Ach so. Ich glaube, der Dennis ist irgendwo Richtung Mitte gerade unterwegs. Ich habe immer noch keinen Schimmer, irgendwie, wo man da sitzen kann. Irgendwie, obwohl wir gerade bei der Base waren, aber. Man kann hier überall sitzen. Die Map ist halt auch richtig hart für so wenig ja. Leute. Ja, auch. Stimmt, ja. Unser großer Vorteil. Dass das wahrscheinlich ist der Dennis jetzt auch auf der Position, auf der ich die ganze Zeit war. Ah, die finde ich, die habe ich aber nicht gefunden. Meine einzige Runde habe ich hier gewonnen, indem ich habe euch die Bombe legen lassen. Mach das doch ruhig wieder. Ja, mach das doch. Haben wir doch nichts dagegen. Ich sie hier planten oder nicht? Bin mir nicht sicher. Also ich wäre jetzt bei A. Womit du B meinst. Ist mir schon klar, ich schon verstehe. Genau. Okay, ja, dann. Ich denke, ich komme zu dir. Ja, das ist unfassbar. Das hat er echt gut gemacht. Saßt du die ganze Zeit da? Nee, ich hab dich vorbeilaufen sehen. Du hast mich irgendwie nicht gesehen, gell? Das nee, war, nee. Ja, du wirst lässig, wenn du jemanden zu lang spielst. Ich werd lässig. Meinst du, ich sehe das im Video und ärgere mich? Denk schon. Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass ich dich gesehen habe. Aber deswegen wollte ich eigentlich auch nicht bei A legen, weil diese Halle ist fast nicht zu kontrollieren. Die Halle magst du nicht so, oder? Nee, die Halle ist zu hast. Wenn du jetzt wüsstest, wo er ist, ne? Nein, er hat mich gesehen. Ja. Sonst hätte ich nicht auf dich schießen können. Oh, hast du gut gesehen. Oh. Das ist wie vorhin, als ich dich da erschossen habe, bevor ich gefühlt eine halbe Minute anvisiert habe. Ich war tatsächlich auch relativ lange dann noch beim Olli unterwegs dann da und ich wusste auch genau, wo er gestorben ist. Da habe ich mir gedacht, na gut, dann wird der Dennis da irgendwo. Also ich habe auch den roten Punkt natürlich gesehen, wo du ihn abgeschossen hast. Da muss ich jetzt irgendwo oben drin sitzen, ja. Da machst du natürlich relativ. Da machst du nix. Ja, also ich wusste ja nicht, wo du oben drin bist, aber ich wusste auch nicht, wie man hoch kann. Ich hätte mir eine viel bessere Position noch suchen können, um die Bombe zu beschützen. Ich wusste halt also nicht, keine Frage. Da du am Olli gewesen bist. Ah, der Forster. Ah, okay. Da hat er gewusst, dass wir zu B gehen. Jetzt müssen wir mal wieder verteidigen. Und ich wusste, dass er weiß, dass wir zu B gehen. Ah, da ist er. Wie gar nicht drin. Der voll das Aussteck, da war ich glaube ich noch nie. Das war ein Geheimnis. Na gut. Müssten wir rein theoretisch wieder zu A gehen. Den Rhythmus beibehalten. Dann macht ihr das wahrscheinlich auch. Können aber auch mal was ganz Neues machen. Wir gehen zu C.
finde, einer von uns sollte ihn suchen gehen. Ich traue dem Dennis nicht über den Weg. Dennis ist aber auch keiner, der seine Position einfach so hergibt, solange er nicht beide Positionen seiner Gegner kennt. Da können wir natürlich nicht mithalten. Wie sieht's denn bei dir aus? Teammate? Ah, okay. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß aber nicht, wo er campen kann, das Problem hier auf dieser Map, aber... Überall ist die Antwort. Ich bin bei dir. Überall und nirgendwo. Ja, wo ich aus dem Haus runterkomme, aber... Bei dir. Denn es ist hier wie ein Geist. Er ist wirklich wie ein Geist. Er ist mucksmäuschenstill. Ob er dieselbe Camperposition einnimmt, die er vorhin schon hatte? Nee, so, das würde er nicht machen. Ich leg bei A. Oh, da hat er ihn. Das nein, mal hast du gerade gelegt, die Bombe? Hat naja. Das habe ich nicht gesehen. Oh, da sitzt... Ne, Moment, komm so. Da. Guck mal, ist der Leute vorbei. Ich habe euch beide... Und ich habe euch beide nicht gesehen. Es gibt da nicht der eine, der legt da seelenruhig. Aber du hast auch die Ruhe weg, oder? Unfassbar. Da macht er halt einfach mal direkt also gar nichts. Schleicht da einfach mal komplett vorbei. Ich habe die ganze Halle abgesucht nach dir, ohne Witz. Oh nach Gott. Mir? Ja, nach dir, ja, klar. Ich wollte wissen, wo du bist. Oh, jetzt lass ich's. Ja, eins ist ja Fakt. Ich kenne die Map ja selbst auch nicht wirklich gut, insofern. Ja, hast du ja auch erstmal einmal gespielt, oder? Also ich glaube, einmal haben wir die gespielt, ja. Dann war deine Idee quasi eine Map zu nehmen, die der Volki auch nicht so beherrscht. Was durchaus ein guter Plan ist. War der noch da? Ich höre euch gar nicht. Ja, ich bin noch da. Ja, das Ding ist, ich campe nur, deswegen muss ich ein bisschen ruhiger sein, um mich nicht auch mitbekommen. Campest du jetzt bei A oder bei B? Bei A. Womit er... B. Wenn du weißt, was ich meine. Weißt du? Der Dennis ist sneaky unterwegs, würde ich sagen. Ich bin sicher, ob ich weiß, was du... Mega sneaky. Ja, also weil wir nicht mehr in einem Team sind, gilt ja unsere Abmachung nicht mehr. Deswegen bin ich wirklich bei A. Stimmt. Ja gut, das kann ich natürlich auch noch, das stimmt. Weil wir nicht mehr in einem Team sind. Das ist ja dementsprechend, das ist ja dann bei B. Wenn ich jetzt lügen würde, aber wenn ich nicht lügen würde, wäre ich wirklich bei A. Alter, das ist ja Monster-Sneaky, was ihr abzieht. Das ist ja nur die Frage, what you believe. Jetzt will er auch nicht mehr den Weg gehen, weil ich da die Position so gut habe. Ah... Schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Also ich bin jetzt mal mega offensiv, ja, dann kann er mich ruhig wegsnacken, ist mir egal. Ja, aber Dennis ist da nicht so. Wir sind ja zu zweit. Weißt du, rennst jetzt er ist bei A. Hast du ihn gesehen, oder was? Ist er wieder weg. Ich glaube, er hat mich gesehen. Weil ich bin nämlich einfach mal hingestimmt und wollte ihn messern, aber... Na, er ist weg.
So schnell kann er nicht zu B kommen. Nein! Boah. Zeit. Hast du gut gemacht, Dennis. Also. Ja, aber wie schnell bist du da weggekommen, Dennis? Weil ich bin da runter gerade, wollte ich messen und da warst du schon weg. Als ich gesagt habe, ich bin bei A. Du wolltest dich messen. Ja, aber du warst echt schnell, also. Ich kann ja wegrennen. Weil ich dachte, vielleicht fändest also, du wirklich trotzdem noch, obwohl ich gesagt habe, er ist bei A. Im Wegrennen war ich schon immer ganz gut. Das stimmt, also. Aber dass du es auch bei mir machst, das enttäuscht mich ein bisschen, also. Ich habe dich halt überhaupt nicht gesehen, deswegen dachte ich mir, okay, erstmal in Deckung, Lage peilen. Oh, da ist er ja schon. Oh Gott. Ja, offensichtlich. Eieiei. Ich wollte mal rennen. Boah, das sieht man jetzt im Replay schön, wie ich 5 Meter daneben geschossen habe, aber konstant. Oh, ja. Boah, er umläuft dich richtig, der Olli. Ja. Meine Hüfte war steif. So was möchte ich gar nicht hören. Mal so ein bisschen Tango tanzen. Machen wir das Schützen nochmal so, wie wir es immer machen, Olli, oder? Ja. War ganz okay. Ich gehe halt noch ein bisschen offensiver als vorhin die Runden. Ja, mach mich. Hast mich einfach fies überrascht, muss ich gestehen. Also ich tippe mal wieder auf A. Ich jetzt oder der Olli? Der Olli. Überrascht mich immer wieder. Ja. Nach 11 Runden wollte ich dich einfach mal überraschen. Ich gehe davon aus, dass wir recht viel Zeit haben. Da kann ich eigentlich auch noch mal hier ein bisschen gucken. Ja. Schaut gut aus. Ich denke mal. Nee, es hörte sich so an, als würde er legen, aber er legt nicht. Vielleicht doch wieder kurzfristig zu B orientiert. Also offiziell weiß ich jetzt nicht, wo du bist, Dennis. Das ist. Jetzt sehe ich dich. Hast du mich gesehen? What? Was mache ich? Jetzt sehe ich dich gesehen. Dann zeig's mir Mittelfinger. Ich höre euch schießen. Er stürmt das Haus. Hä? Er will das Haus stürmen, in dem ich bin. Ich bin im Haus gewesen. Wo hast du wieder deinen Ausguck gehabt? Na, im Haus. Ich war im Haus und hab dir zugesehen. Jetzt bist du Richtung, jetzt hab ich dich gesehen. Na, das war aber nicht der Olli, das war ich. Sonst wäre ich, glaube ich, auch tot. Oh! Bist du durchs Haus? Du wusstest nicht, wo ich stehe, oder? Oh, ah ja, ist er. Okay. Da habe ich nie. Aber sehe ich dich noch werfen, oh. Das ist natürlich relativ einfach. Also. Ja, Chris, da bist du auch direkt drauf. Ja. Hammer. Was auch mutig von dir, Dennis. Ich bin anders vermutet. Wir haben die Bombe. Dann. Oh, jetzt gehen wir mal einen ganz neuen Weg hier. Den kenne ich noch nicht. Letzte Runde. Dann geht ihr wahrscheinlich außen über den Bach. So sieht's aus. Bach? Ja, pst. Oh ja, ein Bach, genau. Der Bach. Ist doch klar. Dann geht ihr wohl zu A. Ja, ganz genau. Es ist A. So sieht's aus. Geben. Also ganz ehrlich. Bei 11-1 können wir den Tipp echt geben. Wir gehen zu A. Jeder so zu A. Ja, wir gehen zu A. Ich bin damit. Wir müssen uns hier ja nichts vormachen, ne? Wir sind ja erwachsene Leute. Wir gehen natürlich zu A. Womit wir B meinen. Irgendjemand auf so einem Geländer rumkraxeln. Ja, den Tipp kann ich euch geben, das bin nicht ich. Ich glaub dir kein Wort. Also ich, Olli, bin bei A. Ich, Volki. Geh jetzt nicht mehr zu A, wenn du da beschossen wirst. Also mich hat niemand beschossen. Ich weiß nicht, wer geschossen hat, aber
Der Dennis hat einfach mal so einen Warnschuss abgegeben. Ja. Ein bisschen. Dachte, das wäre der cool. Bisschen. Der Merk kam der nicht von A. Bisschen. Oh, da ist er! Ey, du warst ja echt bei A, Dennis. Ich stand die ganze Zeit in der anderen Ecke, ey. Echt? Da hinten? Alter, da bin ich vorhin schon lang gelaufen und dann bin ich über den Gang gelaufen. Da hätten wir uns auch schon gesehen. Gelangt. Damit war ich schon tot mit diesem Verschuss. Ja. Aber, na, 4:12 ist eigentlich trotzdem ganz okay für mich, muss ich gestehen. Ja, guck mal, ja, wir haben 6:2, ist jetzt auch nicht viel besser. Ja. Bisschen halt, ja. Na gut.